Mission complete. Und wir sehen hier schon gleich wieder ein bekanntes Gesicht und ein neues Gesicht in der nächsten Mission. Verdant Hills. Und es ist relativ klar, die Green Earth Crews kommen jetzt. Javier, I feel I should apologize for forcing you to be my guide. I don't have a good feel for the geography of this continent. Please, think on it no more. You are from Makroland. This is my homeland. Besides escorting a beautiful lady such as yourself, it's a gentleman's duty and honor. Now then, believe the allied nations have been fighting in this region? I've heard the company includes crews from several nations. I'm curious to see if they are really as good as the rumor has it. They certainly are. I fought alongside some of them in the last great war. Ah, is that so? I would welcome the chance to witness their skills myself. It smells like cordite. I think we're here. Sir, you're from Green Earth, right? We've been waiting for you to show up. My companion is Chess. I'm called Javier. May I ask your name, young sir? Bert, I'm Jake. I'm psyched that you guys are joining our crew. Ah, thank you. The people are talking about our valorous deeds. Yet, eagles feed on such talk and can grow quite overstuffed. I, Javier, would see if your abilities match the name you've built yourself. What? You wanna test my skills? You better check yourself. Test battle? We got an audition for these two. The nerve on some of some people. Keep your trap shut, Grim. Fine. If you want a taste of this, you're on. You have my gratitude, shall we, Chess? Sounds good to me. It's a good chance for us to get to know each other. Haha, you're a beautiful thing. You got even my old ticker pumping. There's an ideal location nearby. We'll hold the trial there. Alright, it's go time. It's still a prototype, but I think it's time to see what the mega tank can do. Dude, there's a crazy big tank parked at their headquarters. It's freaking huge. I think it can actually move? It's said to be the most heavily armored, hardest-hitting ground unit ever fielded. It looks pretty slow though, I wonder if we can even scratch it. Allow me to tip our hand. The tank units under Chess command are poetry in motion. As for myself, I have modest skill with comm towers. Ignore them and your peril. I challenge you to defeat my troops and end the megatech within 15 days. If you accomplish this mission, I will gladly bend the knee to your skill. Ja, was haben wir hier? Ein Megatank. Ausnahmsweise eine neue Erfindung, die nicht von Black Hole kommt. Und es ist mit Abstand der stärkste Panzer in diesem Spiel. Also, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass das Ding einen Kampfpanzer one-hitten kann. Ohne irgendwelche Boosts. Bei Titanpanzern tut es sich zwar schwer, sie zu one-hitten, aber er beschädigt sie, glaube ich, so hart, dass sie kaum noch zurückschießen können. Er kriegt also Jagdpanzer können ihn genauso wie Mecheinheiten gerade mal ankratzen. Ferneinheiten tun ihm zwar ein bisschen weh, aber kann er einstecken. Das Kleinste, was ihn relativ gut beschädigen kann, also wenn man mal Fernwaffen wegzählen, ist der Kampfpanzer. Also man sollte mit dem Ding schon vermeiden, dass Kampf- und Titanpanzer den Erstschlag haben. Die können den, also zumindest wenn es ein geboosteter Titanpanzer ist, können den schon ordentlich einheizen. Jemand wie Max könnte mit seiner Spezialgabe und einem Titanpanzer einen Megapanzer auch one-hitten. Die Sache ist, wir haben hier zwei Gegner-Crews, zum einen Javier und Chess. Chess kennen wir ja schon, nur ist sie ein gutes Stück gebufft worden seit dem letzten Spiel. Sie hat nämlich jetzt nicht mehr 10% mehr Feuerkraft auf alle ihre
Bodentruppen, sondern 20. Zudem hat sie keine Schwäche mehr auf Infanterie. Das ist ein ziemlich gutes Upgrade. Was Javia angeht, sein passiver Skill ist, er kriegt 20% weniger Schaden von allen Fernwaffen. Zusätzlich kriegt er von jedem Comm-Tower, den er kontrolliert, nicht nur 10% Offensive, sondern auch 10% Defensive. Das bedeutet, ihr habt wahrscheinlich gerade, also ich werde jetzt dann wahrscheinlich die Tierliste schon eingeblendet haben oder ich werde sie demnächst einblenden. Deswegen wird er dort auch dreimal zu sehen sein. Nämlich einmal ohne Comm-Towers. Also ich glaube sogar viermal. Einmal ohne Comm-Towers, einmal mit einem Turm, einmal mit zwei Türmen und einmal mit drei oder mehr. Da wird deswegen, weil je nachdem mit wie vielen Türmen man spielt, und das ist vorausgesetzt unter der Tatsache, dass alle Kohl-Mandanten gleich viele Türme haben. Je nachdem ist er halt verschieden stark. Seine Gaben beziehen sich hauptsächlich auf seine passive Fähigkeit und seine Sache mit den Comm-Towers. Mit seiner normalen Gabe kriegt er 40% weniger Schaden von Fernwaffen und hat außerdem wird der Effekt von allen Comm-Towers unter seiner Kontrolle verdoppelt. Mit seiner Spezialgabe kriegt er 80% weniger Schaden von Fernwaffen und seine die Effekte von seinen Comm-Towers wird verdreifacht. Also wenn Comm-Towers auf der Karte sind, ist Javia einer der stärksten Kurs. Ohne die ist er allerdings relativ schwach. Muss man mal so sagen. Vom Setup, ja, ich würde hier einfach nur mal kurz durchtauschen. Denn ich brauche Colin und Sascha an der roten Front und Jake und Rachel an der blauen Front. Und, ja. Ist hier irgendeinen Skill, den ich hier lieber mitnehmen würde? Ja, ich würde hier lieber noch den Sharpshooter mitnehmen, weil die müssen ziemlich viel mit indirekten Angriffen arbeiten, die beiden. Und bei Rachel kann ich sowieso noch einen zweiten reintun. Und da nehmen wir direkt mal den Sharpshooter. Colin hat ja ebenfalls einen Rang gekriegt, fällt mir da gerade ein. Der darf auch sein Glück wieder mit reinbringen. So. Also dann. Möge dieser Kampf starten. Die Strategie ist aber relativ simpel in dieser Mission. To tell the truth, Sasha, I don't like Fog of War any more than you do. I just know the enemies out there waiting where I can see them. I understand how you feel, but fear clouds the path of to victory as surely as this fog. We have only 15 days, Colin. We must press on there. There's no time to hesitate. Deswegen müssen wir mit Colin und Sascha eigentlich nur da oben ein bisschen was aufbauen, wenn wir lustig sind, und eigentlich da an diesem Punkt diese Armee abfangen. Während die blaue Armee mit den Fernwaffen, die sie hier haben, schön die gegnerischen Einheiten erstmal ein bisschen wegsnipen können, wobei das nur bedingt geht, wenn Javier gerade am Zug ist, weil wir wissen ja schon, er kriegt weniger Schaden von Fernwaffen und der Megatank erst recht. So. Colin und Sascha kann ich erstmal nicht machen. A Megatank, huh? That thing looks more gnarly every time I look at it. Check the size of those cannons. I bet they can eat medium tanks like Nachos. But it's gonna burn a ton of fuel too. It probably can't move far either. Come on, Jake, gear up and move out.
Ja. Ich werde erstmal ein bisschen Sicht hier sorgen, indem ich ein paar Infanterieeinheiten auf die Berge stelle. Und da merkt man schon, dass Javier hier dran steht. Allein dadurch, dass der kaum Schaden von den Fernwaffen kriegt. Das war ein Witz. Ich muss trotzdem die Medium Tanks ein bisschen abschwächen, bevor die irgendwo hinkommen. Was ich aber auch machen muss, ist die Artillerien hier zusammenschießen, bevor die mir gefährlich werden. Bevor sie meine Artillerien vor allem wegschießen. Den Speer kann man natürlich auch wegschießen, das vermindert ihre Sichtweite nämlich schon ziemlich extrem. Ich kann natürlich auch Javier die Türme hier wegnehmen, das ist nämlich auch ein Grund, warum der jetzt gerade gar so wenig Schaden kriegt. Der hat nämlich schon zwei Türme unter seinem Besitz und gleich einen dritten. Es sind viel zu viele Einheiten auf dem Feld, das leckt nämlich sehr. Jetzt kommt ein Chest dran, das heißt, ich kann jetzt dann mal richtig drauf schießen. So, dann haben wir mal zwei APCs, die können wir hier auch noch brauchen. Am besten am Ende der Runde. Da kann man jetzt mal sehen, was so ein Raketenwerfer gegen einen Mega-Tank macht. Es macht doch schon einiges an Schaden. Also es ist ja nicht so, dass das Ding komplett unverwundbar wäre. Wäre ja auch sonst ein bisschen unfair. Wenn man das Ding überhaupt nicht anschießen könnte. Wir den auch gleich nochmal treffen. Dann hat er schon mal nur noch 3 HP. Auch wenn ich dadurch ihren Power Meter jetzt ganz schön auffülle. Wie weit sind die eigentlich schon? Chess ist kurz vor der Super. Keine Artillerie beim Gegner. Medium Tanks eigentlich erst recht nicht. Ich vergesse immer wieder, dass ich dann nicht mit Rot dran bin. So.
Taktik ist eigentlich sehr simpel. Ich will eigentlich am Schluss nur mit einer Mecheinheit von hier aus das Hauptquartier besetzen, sobald alle Einheiten da drin abgezogen sind. So, jetzt lasse ich Ragen hier mal ran. Und sie haben keine Tech Power, das ist gut. Weil es ist ein bisschen ungünstig, wenn Chesney anfängt. Xavier, die anfängt, tue ich mich dann nämlich wesentlich leichter. So. Hier können wir erstmal den Speer anhauen. Zwar jetzt nicht viel Schaden, aber was soll's, weil es liegt ja daran, dass Xavier dran ist. So, mehr mache ich mit den beiden jetzt gerade erstmal nicht. Megapanzer 7% Schaden, das ist ja süß. Und auf die Infanterie gerade mal 37%. Ich kann die jetzt kaum noch anbauen. Ich kann nur noch ihre stärkeren Einheiten so weit runterschwächen, dass sie den Jagdpanzer, der da vorne steht, nicht mehr allzu gefährlich sind. Der muss jetzt dann doch mindestens einen Schuss aushalten. Dann hätte ich gerne, dass da nichts mehr irgendwie stark genug wäre, um irgendwie noch den Jagdpanzer zu one-hitten. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Ich brauche jetzt zwar schon mehr als ein bisschen Glück, aber was soll's. Okay. Ups. Nee. Du bleibst da, wo du bist. Capturest. Mit 2 Com Towers weniger ist Xavier nämlich weit weniger gefährlich. Da können wir noch einen Kampfpanzer kaputt schießen. Immerhin. So, jetzt kommen die mit ihrer Tag Power. Und Chess und JD haben sogar noch die tolle Sache, dass sie eine Tag-Kombination haben. Der Green Flash. Sofern keine Tag-Kombination vorhanden ist, heißt die Gabel immer Dual Strike. Ein unverwundbarer Xavier, wie toll. Und unverwundbar ist ernst gemeint, ich kann ihn gerade nicht mehr besiegen. Denn ohne Mist, der hat gerade 100% Defensive, 200% Defensive. 200% Defensive heißt unverwundbar in diesem Spiel. 3 Türmen mal 3 plus 10% Defensive kriegst du nicht mehr tot. Jetzt ist wenigstens nur noch Chess dran. Die kriegt zwar auch den ganzen Offensivbonus von den Com Towers, allerdings den Defensiven nicht. Jetzt schön durchgebrochen.
sehr gut brauchen. Dass jetzt Chess dran ist. Bei den Gegnern, und ich jetzt die beiden Com-Towers eingenommen habe. Zuallererst mal machen wir dem Megatank ein Ende. What's this? My Megatank has been bested. The allies are as strong as we'd heard. We cannot get careless, Chess. Agreed. They'll make good allies, but now it's our turn to make an impression. Das Einzige, was mich jetzt gerade so ein bisschen stört, ist, dass da hinten noch irgendwo ein Panzer rumlungert. Mittlerweile da oben, okay. Na dann. Hier sind wir ja nicht mehr gefährlich. Nicht mehr wirklich gefährlich. Könnte meinen Capture noch verzögern, das ist alles. Chess-Bodentruppen darf man trotz allem nicht unterschätzen. Da ist der Javier schon wieder dran, zum Glück diesmal mit zwei Türmen weniger. Das heißt, er ist diesmal nicht so schön tanky. Da ist die zweite Anti-Einheit, okay. Und dann... schauen wir mal, ob wir dann irgendwas machen können. Mit Colin und Sascha kann ich jedenfalls nicht viel machen. Jake und Rachel müssen das machen. Oh,
gerade, glaube ich, wieder nicht. So. Schade, dass ich noch kein Star Power Talent hätte, weil sonst hätte ich das jetzt wesentlich besser gehabt. Dann hätte ich jetzt nämlich schon eine Tech Power gehabt. Na, mal schauen, vielleicht kriege ich ja nächste Runde noch irgendwas für meine Nase, was ich kaputt schießen kann. Immer wieder sind ja gerade die beiden dran. Sie haben nur noch 5 Einheiten. Davon sehe ich sogar. Wenn ich eine Tech Power auslösen kann, dann könnte ich in dieser Runde schon gewinnen. Dann besetzen wir halt einfach so das Hauptquartier. Kloppen sie noch ein bisschen auf Colin rum. Rachel hätte jetzt die super voll. Wald ist auch nichts. Da ist noch eine Anti-Air. Beende es einfach. Well done. Your reputation is well deserved. Young Master Xavier willingly entrusts you with his life. We finally have calls from all 4 nations. It's time to counterattack. Here are the Megatank Schematics. Now you can build them for yourselves.
Rock! I'm gonna roll in style now! Jake, loud music and a mega tank? Black Hole should run far, far away. Sascha. Sehr schön. So. In der nächsten Mission geht's auch gegen einen guten alten Bekannten, wenn man das mal so sagen darf. Wir haben ihn ja vorhin schon mehr oder weniger in einem kleinen Dialog gehabt. Allerdings mache ich jetzt wieder eine kleine Aufnahmepause, denn aus irgendeinem Grund nehme ich schon wieder 1¾ Stunden auf. Das reicht erstmal für heute. Also, mir hat es wie immer Spaß gemacht. Ja, beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder nächste Folge, wenn es an die Snowhunters rangeht. Bis dahin, ciao!